meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore, ist doch interessant, wie uns hier vor Augen geführt wird, wie wichtig der Ausbau von bezahlbarem Wohnraum ist, damit die Rattenfänger wie Herr Matlerner nicht hier die rassistischen Lügen verbreiten können auf Kosten der Menschen. Ich möchte zwei Sachen sagen, Herr Kieselbach, ich wollte das nicht so stehen lassen. Man kann die Frage von Wohnraum nicht einfach mit der Gesetzeslage abtun. Natürlich ist es so, dass Mieterinnen und Mieter in Deutschland einen relativ sicheren Stand haben. Das ist über Jahre erkämpft worden. Das ist das Resultat von der Arbeiterbewegung, von den Mieterinnen und Mieterbewegungen in den letzten Jahrzehnten und anderthalb Jahrhunderten. Das ist sicherlich richtig, aber das verschließt die Augen meines Erachtens vor der jetzigen Lage. Und es ist nicht nur eine Frage der Gesetzeslage, sondern auch der politischen Ökonomie. Und die zeigt uns in Kassel im Moment, dass wir es zu tun haben mit realen Vorgängen, in der Mieterinnen und Mieter in Kassel verstärkt Opfer von Entmietungsversuchen wurden und werden. Und genau davor waren wir. Und deshalb möchten wir uns ganz klar dafür aussprechen, dass die Mieterinnen und Mieter in ihren Wohnungen bleiben können und dass sie dort nicht rausgeschmissen werden, egal wo sie danach wohnen. Also für den Erhalt der Wohnung und da ganz einen Aspekt auch noch an die SPD-Fraktion. Wenn Sie gegen Verschlechterung sind, Herr Lange, wenn Sie, wie Sie gesagt haben, für gegen jede Verschlechterung der Mieterinnen und Mieter, warum schreiben Sie das dann nicht in den vorliegenden Antrag? Diese drei Aspekte, die Sie hier genannt haben, sind ja überhaupt nicht Teil der Vorlage. Und meines Erachtens ist natürlich der Zwangsumzug oder der Umzug aus einer Wohnung, in der man gerne wohnen würde, ist eine Verschlechterung. Deshalb stellen wir uns dem entgegen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich klar zu äußern. Und das fordern wir von Ihnen.